Hier wird im Sommer ein riesen Sportevent stattfinden, die Olympische Spiele. Ich bin schon mal ein bisschen vorab hier, um quasi so die sportliche Möglichkeit hier auszutesten. Für mich heißt nämlich morgen Vertical Rush, 42 Stockwerke auf Tower 42, 183 Höhenmeter und 972 Stufe. Dann wird man genau hier sein, in der Champagne Bar, und hat dann eine wundervolle Aussicht hier über London City. The Gherkin ist hinter uns, haben wir gerade eben schon gesehen. Und da hinter dran Riesenrad, Big Ben. Also viele Sehenswürdigkeiten. London ist einfach immer eine Reise wert. Nicht nur aus sportlichen Gesichtspunkten, für mich jetzt zum Treppenlaufen, für viele tausend andere im Sommer wegen Olympia, sondern einfach auch so. Es ist jetzt ganz, das Wetter ist eigentlich ganz okay. Und von dem her bietet sich die Möglichkeit, sich hier auch noch ein bisschen weiter umzuschauen. Ist morgen wieder rund geht. Treppenlaufen, 42, 972 Stufen, 183 Höhenmeter. Zeit, um Vollgas zu geben. Wir sind jetzt hier oben, Tower 42, nach dem Rennen. Es war ganz ersichtlich hier auf der Startnummer 1401, das ist entscheidend. Das heißt, ich bin erster losgelaufen hier unten, kleine, hintereinander, Massenstart die Richtung. Aber eigentlich hatte jeder Platz genug, von dem her ging es flott los. Die ersten 15, 20 Stockwerke bin ich mit Fabio Ruga und Omar Benkali hier im Schlepptau gelaufen. Und dann einfach auf dem Gas stehen geblieben bis oben hin. Ich glaube, es ist eine ganz gute Zeit geworden. Bin mir nicht sicher, ob es gereicht hat unter die 4 Minuten. Aber zum Sieg sollte es doch sicher gereicht haben. Ich war noch nicht unter, habe die Ergebnisliste noch nicht gesehen. How do you feel right now? I feel good, apart from my lung feels like it's inside out. Okay, that's wonderful. So you came out and see that the first guy is running 3 minutes 57 seconds. What do you think, what has this guy done compared to you, and what's your time? My time was 7:56. Not sure what the guy does, but he doesn't do what I do for a living, which is sit behind a desk. And I'm sure he's a decathlon winner or something. Maybe, do you think maybe this guy has done some shortcuts or maybe started half time to do this time? I'm sure he trained for it. That's a definite. I mean, that's the first time I've run up the stairs. So yeah, good luck to him. So did you train a lot for this race? No, not at all. What do you think? How hard you have to train to run sub 4 minutes? I would imagine you have to train 5 to 6 times a day, 5 to 6 times a week, not once a week like I've been doing, so, yeah. Okay, I will answer your secret, because that's my time, 3 minutes 57, so I have done it, so you have to train twice a day and go twice or three times a week to the staircase. Would there be an opportunity for you to beat me next year? Never. Never. I haven't got the dedication or the inclination to do that. Your boss will definitely be very happy about this, because you're working at Otis and you do definitely a lot of stair elevators and electric stairs and things like that. Yeah, so it's good for you not to use the normal staircase, doing all the time the elevators. That's your message for all the tower runners? Our message is Otis, use the escalator, not the stairs. Das war's von hier. Nun geht's ab weiter ins Training die nächste Woche. Und schauen wir mal, was da alles passiert.